Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich unterwegs. Und zwar habe ich jetzt so knapp 2 Wochen frei und habe mir überlegt, mir den Harz mal anzuschauen. Und werde heute beginnen hier mit der Sösetalsperre in der Nähe von Osterode und Goslar. Das Ganze werde ich jetzt als Radtour machen. Erstmal zumindest, weil so richtigen Plan habe ich ja nie. Und zwar mit diesem Mountainbike. Das habe ich mir vorgestern noch für 20 Euro besorgt. Es sah ein bisschen mitgenommen aus, aber nach kurzem Pflegeaufwand durchaus akzeptabel. Daher werde ich jetzt dann damit hier mal meine Runden drehen und euch mitnehmen, wenn ihr mögt. So, hier würde ich euch jetzt gerne dieses Schild mal zeigen, aber leider steht da gerade einer direkt vor diesem Sösetal-Sperre-Mauerstück. Daher wird das nachher nochmal vielleicht als Bild eingefügt. Aber hier mal so der erste Blick über die Mauer. So, nun einmal richtig. Ich habe mal kurz angehalten, weil es doch ziemlich rüttelt und schüttelt auf dem Weg. Das ist der Blick hier über die Sösetalsperre. Ich war heute Morgen erst kurz erschrocken. Ich bin aus der Richtung gekommen, habe da die Staumauer gesehen. Und laut Navi war ich schon direkt neben der Talsperre und dachte, oh Gott, ist das ein trockener Tümpel. Aber das scheint wohl irgendwie was Neues zu sein, was die da errichten. Das Ganze wurde ja hier mal errichtet als Trinkwasserspeicher, Hochwasser-Niedrigwasserschutz und zur Erzeugung von Strom. Ich meine, so in den 30er Jahren ist das Ganze geschehen. Aber keine Garantie für meine Zeitangaben, das kennt ihr schon. Ja, der nächste Hammer war, ich habe heute Morgen noch schnell meinen Schlüsselbund aussortiert, weil man ja immer zu viel dran hat. Und was man nicht braucht, nimmt man ja nicht mit. War leider auch der Schlüssel von meinem Fahrradträger dran. Der Arm, der am Fahrrad dann festgemacht wird und abgeschlossen ist. Jetzt hatte ich Gott sei Dank noch einen im Aschenbecher, einen Ersatzschlüssel. Hab dann aber festgestellt, dass das der falsche war von dem alten Schloss, was da dran war, was ja irgendwann mal gebrochen ist. Ja, dann fiel mir aber ein, dass ich doch noch einen habe, an einem anderen Platz. Und Gott sei Dank konnte ich jetzt das Fahrrad aufschließen. Es wäre sonst ärgerlich gewesen, da so ein, ja, weiß ich nicht, 20, 30 Euro Schloss wieder zu knacken. Aber genug gequatscht, jetzt geht's erstmal los. Hier erkennt man das nochmal, wie am Anfang der Sperrmauer, diese Inschrift Sösetalsperre. Von hier hat man auch so einen schönen Überblick jetzt über die Gegend selber. Hat schon was. Ja, warum bin ich mit so einem kleinen Mountainbike unterwegs? Da ging es mir einfach darum, dass ich gerne wieder so ein kleines, leichtes, günstiges Rad habe, was ich mal eben hinten auf den Fahrradträger schmeiße und fertig. Mit dem Bergamont, was ich sonst bei habe, Monty liebevoll von mir genannt, bin ich sehr zufrieden. Aber es ist halt oft gar nicht nötig, das Rad unbedingt mitzunehmen. Sondern da reicht auch hier so ein kleines Mountainbike für diese kleinen Tagesrunden, die ich mache von, weiß ich nicht, 40, 50 Kilometern hier. Da muss nicht jedes Mal mein gutes Rad dran glauben. Sagen wir es mal so. Es ist halt viel Bequemlichkeit. Das andere ist auch deutlich schwerer mit dem Heben. Da ich körperlich momentan ein bisschen angeschlagen bin, ist das ganz gut, das so zu machen. Hier auch wieder so ein schöner Aussichtspunkt da im Wald gerade. Auch Richtung Wasser. Ja, so viel nur dazu, warum ich mich hier auf so ein altes Mountainbike setze. Laut Vorbesitzer ist es 23 Jahre alt, aber was ist da schon vergangen an den Teilen? Nahezu nichts. Hier lässt der Weg sich besonders schön fahren, weil der voll ist mit den Tannennadeln.
Es ist ein total weiches Fahren dann. Ist das herrlich. Und das mal nach ebenso knapp über 2 Stunden Autofahrt. Ja. Klar, das Waldsterben ist hier auch zu sehen. Brauche ich aber jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, glaube ich. Ist allen bekannt. Sonst wäre es wahrscheinlich noch schöner. Ansonsten herrliche Natur. Ja, mit dem Rad ohne Schutzbleche ist natürlich jetzt dadurch, dass es so viel geregnet hat, ein bisschen unangenehmer, weil es immer hochspritzt mit dem Wasser, aber nicht dramatisch. Was schade ist, dass wir letzte Woche ja noch hier 30 Grad und mehr hatten und jetzt nur noch 13. Ist da mit der kurzen Hose noch so gerade okay. Man ist ja in Bewegung. Da merkt man das nicht ganz so. Aber hier mit Armslange neben einem Auto sitzen irgendwo oder ähnlichem ist, glaube ich, erstmal vorbei. Aber wir haben auch Anfang September. Da muss man da schon mal mit rechnen. Aber wenn die Sonne so rauskommt wie jetzt gerade, dann wird es gleich ein bisschen angenehmer. Also hier ist nochmal schön beschildert, rechts hoch für Mountainbiker, finde ich sehr gut. Geradeaus für die Normalradfahrer wie mich jetzt in dem Moment. Und auch sonst hier die Osterode Hauptdammroute. Und das Ganze ist momentan der Weser-Harz-Heide-Radfernweg. Habe ich vorher auch noch nichts von gehört. Auch hier wieder, wo sich eine Möglichkeit ergibt, dass man schöne Aussicht hat, stehen hier auch Bänke. Wirklich sehr schön gemacht. Klein, aber fein hier. Von hier hat man einen schönen Blick auf den Zulauf zu diesem Söse-Stausee. Und ich glaube, dass dieser Bach auch Söse heißt. Man darf hier nicht runtergehen, steht extra Schildchen. Deswegen zoome ich mal von dieser Seite das Ganze dran. Ich gehe davon aus, dass ich gleich da oben drüber fahren werde über diesen Damm. Aber es sieht doch schon schön aus, oder? Was meint ihr? Ansonsten ist hier das gleiche Problem, was alle Talsperren aufgrund der teilweise doch recht schwachen Niederschläge hat. Es ist trocken. Aber das ist ja regional auch sehr unterschiedlich. Ja, jetzt bin ich gerade hier aus dem Wald rausgekommen und dann gibt es hier auf der gegenüberliegenden Seite noch so einen Oberstau, würde ich es mal nennen, woraus, so wie ich das jetzt einschätzen kann, dann der Zufluss besteht für die Sösetalsperre. Echt ein schönes Fleckchen Erde hier. Von hier sieht man noch mal, was ich vorhin meinte, es ist doch ein bisschen trockener alles. Aber sieht trotzdem klasse aus. Wie so ein kleiner Bachlauf in, ich weiß nicht wo, Kirgistan oder sonst was. Jo, jetzt bin ich irgendwie wieder hier auf der Kreisstraße angekommen. Ich hoffe mal, dass nachher noch irgendwo ein Weg reingeht. Aber naja, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall wieder kein Schild entdeckt, was bei mir ja nichts heißt. Ich bin ja manchmal wieder so fasziniert hier von der Natur, dass ich wieder irgendwelche Schilder übersehe. Aber mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rad. Ja, und schon bin ich wieder an der Sösetalsperre angekommen. Die Runde soll so um die 10 Kilometer haben. Kann gut sein. Fühlte sich weniger an, aber es ist ja auch immer relativ. Aber sie war schön zu fahren. Auch wenn jetzt das restliche Stück hier über diese Kreisstraße ging. Ich habe so kurz vor dem Damm hier jetzt gesehen, da kam ein Weg rechts aus dem Wald raus. Sah aber eher aus wie ein Wanderweg oder sogar nur ein guter Trampelpfad. Ich muss mal schauen, ob ich dann vielleicht den anderen Weg mal ausprobiere. Oder jetzt gleich was anderes mache. Ihr werdet sie erfahren, wenn ihr dran bleibt. Bevor es aber weitergeht,
koche ich mir erstmal einen schönen Pott Kaffee. So viel Zeit muss sein. Ist ja jetzt schließlich Freizeit. Und ein Kaffee geht auch immer. Und danach werde ich wahrscheinlich Richtung Osterode loslegen. Mittlerweile bin ich jetzt hier in Osterode oder Osterode. Muss ich gleich nochmal aufs Schild gucken. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier angekommen an so einem kleinen Ententeich direkt nebenan von diesem Spaßbad Aloha. Und werde jetzt erstmal Richtung Stadt gehen und mir hier alles so ein bisschen genauer anschauen, wie zum Beispiel solche schönen Häuschen. Hier ist das Theater und die Stadthalle, schön mit so einem Springbrunnen davor. Das hat doch mal was. Ich stehe jetzt vor der Schachtrupp-Villa. Leider ist die Beschreibung rechts neben dieser grünen Eingangstür. Ich habe da jetzt mal ein Foto von gemacht und das ganz nah rangezoomt und werde, wenn das was geworden ist, das Ganze hier hinter einfügen. Sonst kann ich da leider nichts zu sagen, außer dass das ganze Ding definitiv baufällig ist. Aber schön. Von hier kann man schon mal einen schönen Blick auf die St. Marienkirche erhaschen. Schön eingefasst hier mit der alten Steinmauer. Und ein paar Grabstätten. Ja, jetzt geht's weiter hier so durch Fachwerkgassen. Kam gerade ein Radfahrer hier vorbei und sagte, bei dem Licht kann man super Bilder machen. Und ich sollte doch mal hier gehen und da gehen. Da wären noch ganz schöne Ecken. Und das mache ich jetzt mal. Ja, hier schon das erste Gasse. Und da sind die Dachpfannen auch runter an der Wand noch lang, wo man oben dann den Heuboden sieht. Sehr schick. Das ist eine alte Mühle, die sich so ein bisschen noch erahnen lässt. Und natürlich führt auch direkt an der Mühle der alte Mühlenbach her. Hier scheint sowas zu sein wie so ein kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Stadtpark sein soll oder einfach nur Grünflächen. Aber aufgrund der Mauer und der Brücke dort hinten denke ich mir mal, dass es dort auch Wasser gibt. Und deswegen gehe ich da jetzt mal rüber. Man kann das Wasser zumindest noch erahnen. Hier in diesem schönen Fachwerkhaus ist eine Gläserei untergebracht. Oder Glaserei. Es ist doch mal stilecht. Und auch der dazugehörige Innenhof kann sich definitiv sehen lassen. Kupferhammer Jorns. Bereits 1579 bestand eine Kupferschmiede in Osterode. Seit 1682 wurde an dieser Stelle ein Kupferhammer mit der Wasserkraft des Mühlgrabens betrieben. Das von den Kupferhütten der Harzregion angelieferte Rohkupfer, sogenanntes Garkupfer, verarbeitete man hier zu Blechen, Stäben und Kesselschalen. Die Herrenhäuser stammen aus den Jahren 1825 und 1872 und das Walzwerk erbaute man 1858. 10 Jahre später wurde das Hammerhaus der Gießerei eingerichtet. Hier gibt es einmal die klassische Bahnunterführung, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Entlang dieser schönen Fachwerkhauszeile und dazwischen diese Ziegelbauten geht es jetzt Richtung Fußgängerzone, so wie es aussieht. Wie gedacht geht es in die Fußgängerzone. Sieht erstmal ganz einladend aus.
Hier auf dem zentralen Platz in der Stadt hat man wirklich rundum nur so schöne Gebäude und einen super Blick auf die nächste Kirche. Auch hier gibt es wieder Wasserspiele in Form von Springbrunnen, sehr beliebt bei den Kindern. Auch hier diese kleinen Gassen, wo die Häuser stehen, die nicht saniert sind, einmalig. Das hier ist auch sehr schön, da vorne steht bei, dass die Eseltreiber hier in Osterode die Bergarbeiter mit Korn versorgt haben. Und auf dem Sack vom Esel hier steht drauf, hat einen kleinen Schluck, 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 Schluck. Sehr schön. Ja, von hier hat man jetzt nochmal einen schönen Blick auf die Marktkirche und auf den Ratskeller bzw. historisches Rathaus. Ich füge da mal ein Bild ein, das ist besser als diese Aufnahmen hier. Wer viele Fachwerke Gassen mag, der ist hier in Osterode auf jeden Fall richtig. Ein Highlight nach dem anderen, wenn man es mag. Jetzt war ich gerade hier in der Touristinfo in Osterode und hatte gefragt nach so einem kleinen Sticker, die ich mir immer ganz gerne hole, wenn es mir irgendwo gut gefallen hat und mir gefällt sie echt gut. Und da sagte mir die freundliche Dame da drinne, gefällt Ihnen der oder der besser, weil man nicht reingehen durfte ganz, sondern vorne an so einer Auslage alles gezeigt bekommt. Und dann sagte ich, ja, dass mir eigentlich der eine besser gefällt. Und dann sagte sie, Sie können auch beide nehmen, die schenken wir Ihnen. Bin ich ja hellauf begeistert. Also, ein großes Lob hier an die Touri-Info. Sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Auch sowas muss mal erwähnt werden. Diese Aufnahme nur einmal, um die Akustik hier einzufangen, wenn die Kirchenglocken läuten. Schaut euch hier die Feinheiten der Fachwerkhäuser mal an. Direkt vor mir geht es zur Schlosskirche. Mal gespannt, wie pompös oder auch nicht das Ganze gebaut ist. Ja, hier nochmal ein schönes Hinweisschild. Hier befand sich seit 1238 der Friedhof der St. Jakobi-Gemeinde. Und mittlerweile ist das Kirchenzentrum, Sozialstation, Diakonie, Tagespflege und so weiter. Jetzt muss ich gerade mal Platz machen wegen dem Auto hier. Ich wollte euch nur mal kurz den Innenhof zeigen. Schön mit dem alten Baumbestand und dem kleinen Brunnen hier. Das Ganze muss ich auch von der Rückseite nicht verstecken. Selbst wenn es nicht in einem perfekten, restaurierten Zustand ist. Hier nochmal ein schöner Blick auf die alte Stadtmauer von 1233. Aber bevor ich das jetzt alles vorlese und erzähle, mache ich da mal ein Bild von der Tafel und füge die hier ein. Das ist einer von den erhaltenen Stadttürmen, die die ganze Stadtmauer ja, zu Wachzwecken irgendwie dienen. Das war ein Satzbau, mein Gott. Ihr wisst, was ich meine. So, meine Lieben, mit Blick auf den See möchte ich mich in diesem Video von euch verabschieden. Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gut gefallen. Mir hat's gefallen. Das Wetter ist mittlerweile auch angenehm. Wir haben 21 Grad gehabt im Schatten. Und so weit, so gut. Osterode hat mir gut gefallen. Die Radtour um den Stausee war auch ganz nett. Und somit hat sich das jetzt für Osterode, denke ich. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.